The following video is presented by XCross, the award-winning cross-media campaign execution tool of Publicis Media, connecting TV and online video for highest media ROI. Ja, ich freue mich heute hier den Tag mit Ihnen starten zu dürfen. Und bevor es dann später in die Fachthemen geht, haben wir uns hier natürlich als Marktforscher noch ein bisschen in die Zahlen gestürzt und wollen Ihnen mal ein kleines Bild oder euch ein kleines Bild davon vermitteln, wo wir aktuell stehen, was jetzt Nutzung von Online-Bewegtbild angeht, also wer sind die wichtigen Portale, wie sind die Reichweiten, wie ist auch die Nutzungsdauer und sind da möglicherweise auch Unterschiede in den Affinitäten, was die TV-Nutzung angeht. Das heißt, wir werden einen kleinen Trend einmal gleich geben, dann werden wir in den April 2017 einsteigen und dort Zahlen zeigen und wir möchten gerne auch ein bisschen ja, in die Zielgruppen gehen. Das heißt, wir schauen uns doch mal an, wie sieht es denn aus in jüngeren Zielgruppen im Vergleich zu älteren Zielgruppen? Gibt es vielleicht auch Unterschiede bei den Geschlechtern? Das möchte ich heute mit Ihnen hier beginnen und freue mich, hier zu sein. Und dann legen wir doch direkt mal los. Datenbasis, vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, ist das GfK Cross Media Link. Ich weiß nicht, ob das welche von Ihnen kennen. Das ist quasi entstanden aus dem GfK Haushaltspanel. Das heißt, in dem GfK-Haushaltspanel erfassen unsere Panelisten ihre Einkäufe und wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, um zu sagen, wir wollen ja auch nochmal das Medienverhalten dieser Person messen und genau eben derselben Person. Deswegen oben dieser schöne Begriff Single Source. Das heißt, wir haben halt die Möglichkeit, die Personen, die ihre Einkäufe scannen, auch gleichzeitig zum Beispiel mit Werbekontakten das sozusagen aufzunehmen und in Beziehung zueinander zu setzen. Und was wir uns heute anschauen wollen, ist eben genau dieser Punkt, der, was Sie links oben sehen, Internet at Home bzw. Internet Mobile, was wir mit unserer Software, die dann diese Panelisten bei uns installiert haben, dann entsprechend aufnehmen können. Also das heißt, jemand beginnt seine Internet-Session, der bei uns registriert ist, und ab dem Zeitpunkt wird das komplette Nutzungsverhalten passiv gemessen. Das heißt, welche Seitenaufrufe tätigt er, welche Suchanfragen stellt er beispielsweise bei Google, oder auch, welche Apps nutzt er mit seinem Smartphone bzw. auch dem Tablet-PC. Genau, und wir haben uns dann jetzt zum Beginn einmal den Trend rausgesucht und haben uns jetzt einfach mal sind ein Jahr zurückgegangen, haben die Quartale hier abgebildet und sehen einfach sehr schön, generell YouTube ist, glaube ich, nicht weiter verwunderlich, der große Treiber in dem Bereich Online-Bewegtbild, aber wir haben natürlich auch mit Amazon Video, Netflix, hier neue Wettbewerber in dem Feld, plus natürlich die Mediathek von der ARD in dem Fall und beispielsweise auch von den TV-Anbietern jetzt hier TV Now. Das sind einmal die fünf größten, die wir jetzt bei uns im Panel gemessen haben. Und zwar sind wir davon ausgegangen, was wir jetzt im April 2017, das sind unsere jüngsten Zahlen, was wir dort aufgenommen haben. Und was man, glaube ich, ganz gut sehen kann, und das ist, glaube ich, auch nicht weiter verwunderlich, ist, dass der Trend eindeutig dahin zeigt, Online-Bewegtbild und die Nutzung von Bewegtbildportalen wird immer wichtiger, wird an Relevanz noch gewinnen. Genau, wenn wir uns das gleich jetzt nochmal anschauen, wir haben jetzt gerade eben die Gesamtreichweite gesehen, also sprich Desktop und oder mobile Nutzung, haben wir hier natürlich auch noch die Möglichkeit, uns das anzuschauen für die reine mobile Nutzung. Und da sehen wir einfach auch ganz schön, die Zahlen sind natürlich jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber was man, glaube ich, als Trend auch schon mal mitgeben kann, ist, dass Mobile einfach in diesem Bereich ein großer Treiber ist. Das heißt, wenn wir eben gerade gesehen haben, ich gehe vielleicht mal ganz kurz zurück, im Q1 2017 haben wir 89% hier bei YouTube und die mobile Nutzung von YouTube von diesen Personen, die beträgt sogar schon 73%. Gut. Steigen wir jetzt also ein in den April 2017, ausgehend von diesem Trend. Und hier erstmal bunte Kreise für Sie. Das heißt, wir haben uns mal angeschaut, auf der linken Seite diese Nutzer von Online-Bewegtbild, also diese Personen, die wir uns betrachtet haben, mit welchen Devices sind die eigentlich auf diesen Angeboten unterwegs? So, und dann sehen wir ganz schön, das ist jetzt im Total ist es relativ noch homogen verteilt. Das heißt, wir haben Anteile um und bei jeder fünfte, der ist nur mit dem Desktop-PC, also die äußeren Kreissegmente sind sozusagen die exklusiven Reichweiten und die inneren Segmente sind die Überschneidung. Und was man einfach hier jetzt ganz schön sehen kann, ist, dass bei den jüngeren Nutzern 30% diese Angebote über alle drei Devices benutzen. Und je älter man wird, und das werden wir später auch noch sehen, bei den 50 plus
Person ist einfach noch der Desktop-PC hier ein starker Treiber, ein starker Trigger. Und das heißt, man muss es einfach auch im Kontext der Zielgruppen auch betrachten und wie ich Zielgruppen auch ansprechen kann. Genau, wir haben eben diese Portale gesehen im Trend und für den April 2017 haben wir jetzt ermittelt eine Gesamtreichweite von Online-Bewegtbildportalen von 81% über Desktop und oder Mobile. Und wie wir gesehen haben, ist YouTube, Amazon und ARD Mediathek bei uns sind die stärksten einzelnen Anbieter, die wir dort gemessen haben. Und wenn ich jetzt noch einen Chart weiterklicke, sehen wir das Ganze nochmal jetzt auf Mobile. Und da können wir ganz schön sehen, 62% der Inhalte werden über mobile Endgeräte benutzt. YouTube hier auch der starke Treiber, aber ich glaube auch wieder gut zu sehen, dass die Anteile an Mobile an der Gesamtreichweite schon erheblich sind. Das heißt, Mobile ist einfach stärkster Trigger auch in diesem Bereich. Um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich jetzt hier auch nochmal für Sie drei verschiedene Portale nochmal rausgesucht, exemplarisch in der Device-Überschneidung. Und linker Hand YouTube, da sehen wir einfach, dass jeder Zehnte das Portal mit allen drei Endgeräten besucht. Und zum Beispiel, wenn Sie auf der rechten Seite schauen mögen, bei TV Now sind noch fast 60% der Nutzer, die das ausschließlich mit dem Desktop-PC machen. Netflix in der Mitte ist relativ gleich verteilt, was die exklusiven Reichweiten angeht. Da haben Sie beispielsweise auch einen sehr schönen zu sehen. Das ist, glaube ich, auch sehr plausibel mit fast 30% auch exklusive Nutzung über den Tablet-PC. Wenden wir uns jetzt von der Reichweite weg dann zur Verweildauer. Das ist ja auch mal ganz interessant. Und was wir hier jetzt einfach sehen, ist für den April 2017 hatten wir im Durchschnitt 5 Stunden Nutzung für Online-Bewegbildangebote oder auch 300 Minuten, wenn Sie so wollen. Und hier sehen wir auch, dass jetzt auf einmal andere Seiten jetzt in Bezug auf die Verweildauer in unserem Ranking auftauchen. YouTube ganz klar wieder mit Abstand vorne, Netflix an zweiter Stelle, aber jetzt haben wir zum Beispiel auch so einen Anbieter wie Twitch, was jeder von Ihnen kennt, wo man sich halt entsprechend die Streams von Nutzern, die zum Beispiel Rollenspiele über den PC spielen, dass man sich das dort anschauen kann. Wir haben hier Clipfish auch mit dabei. Und wenn wir uns das Ganze für Mobile dann anschauen, immer noch beachtliche 3 Stunden 42 Minuten. Und hier ist wirklich ganz interessant zu sehen, dass bei Netflix und Amazon Video sich das quasi von der Verweildauer in Bezug auf YouTube sehr stark angleicht. Das heißt, der Gap hat sich da auf jeden Fall, was die reine Nutzungs- oder die Aufenthaltsdauer der Person auf diesen Angeboten angeht, hat sich stark dann zusammengeschrumpft. Und wir haben hier dann noch im Bereich Mobile auch noch relativ stark TV Now und Sky Go, wobei die im Vergleich zu den anderen beiden natürlich nur die Hälfte der durchschnittlichen Nutzung ausmachen. Wie sieht das nun im Geschlechtervergleich aus? Eigentlich auf der linken Seite über alle Devices sieht es so aus, dass die Männer einen Tick häufiger und einen Tick länger auf diesen Angeboten verweilen. Das ist, wie Sie sehen können, in der Mitte stark getrieben von Desktop, weil hier ist ja der Gap auch zwischen den beiden Geschlechtern ungefähr 1 Stunde. Interessant aber auf der rechten Seite, dass bei der mobilen Nutzung sich die Geschlechter quasi gar nicht unterscheiden. Da sind sowohl Frauen als auch Männer gleich lange und gleich häufig auf diesen Angeboten unterwegs. So, jetzt hier noch ein paar Zahlen in Bezug auf die Altersgruppen. Und vielleicht gehen wir erstmal ganz unten in die letzte Zeile. Und da sehen wir ganz schön, bei den 14- bis 19-Jährigen 12 Stunden Nutzung über mobile Devices im April 2017. So, das ist wirklich beachtlich. Und wenn man jetzt diese einzelnen Segmente hier durchgeht und wir landen bei 50+, dann hat sich das quasi um 1/10 verringert. Das heißt, wir haben jetzt gerade nochmal 1 Stunde 10 Minuten bei den 50-Plus-Jährigen. Also es ist wirklich, wir können gut sehen, je jünger die Nutzer sind, desto länger und desto mehr beschäftigen sie sich einfach mit Online-Bewegtbild. So, auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch interessant, haben wir uns die TV-Affinitäten
auch mal angeschaut. Das heißt, wir haben bei uns im Panel, jetzt bitte nicht verwechseln mit den AGF-Reichweiten, das sind hier bei uns sozusagen nur die werberelevanten Sender, die wir im Cross-Media Link messen für unsere Werbewirkungsforschung und haben uns die einfach auch nochmal angeschaut. Und jetzt kehrt sich das Bild, was wir eben gesehen haben, quasi nochmal um. Das heißt, die Jüngeren schauen deutlich weniger Fernsehen. Das sind jetzt hier die Zahlen auch für den April 2017 und zwar tägliche Sehdauer im Durchschnitt. Und da haben wir bei den 14 bis 19 eine Stunde 38. Und wenn wir jetzt hier ganz nach rechts blicken, da ist es fast eine Stunde mehr. Also das heißt, dass die Leute auch, und das soll auch dieses Chart zeigen, dass wir die Leute online, je jünger sie sind, einfach besser adressieren können und wir sie im TV einfach auch dann nicht mehr so stark oder die Affinitäten einfach nicht mehr ganz so groß sind. Genau. Und wir haben dann nochmal, das ist jetzt mein nächstes Chart, diese Nutzer in drei Segmente eingeteilt. Low, Medium und Heavy User. Was TV angeht, das muss ich so vorstellen, wir haben natürlich jetzt keine Außenvorgaben, wie so eine Nutzung aussehen könnte. Das heißt, wir haben einfach unser Panel in drei Cluster gleichmäßig eingeteilt, nach der Nutzungszeit für TV und haben dann diese drei Gruppen gebildet. Und was man hier, glaube ich, sehr schön wieder sehen kann, ist einfach, dass die Low-Viewer bei den Jüngeren mit 41% deutlich stärker ausgeprägt sind. Und wenn wir jetzt auf die Alter 50 plus schauen auf den Kreis hier rechts, dann sehen wir, dass sich das dort um fast 9 Prozentpunkte auch verringert hat, wohingegen die Heavy-Nutzer haben fast um das Doppelte zugenommen. Was sagt uns das für die Portale? Wir haben hier nochmal exemplarisches Beispiel YouTube nochmal ausgesucht und da sehen wir einfach jetzt hier nur rein für die mobile Nutzung im April 2020. Klickt sie gerade immer weiter, Entschuldigung, für die mobile Nutzung. Und da ist es einfach der Effekt, der TV-Low-Viewer ist dann nochmal ungleich größer mit 44%. Das heißt, es hat also auch nochmal mit dem Portal zu tun. Aber auf jeden Fall der Hinweis, dass Personen, die jünger sind, definitiv mehr online adressierbar sind und tendenziell weniger TV-affin. Okay, last but not least. Dann nochmal die Insights auf einen Blick für Sie zusammengefasst. Das heißt, Online-Bewegtbild logischerweise ist hochrelevant. Mobile dabei ist ein zentraler Kanal, zentraler Trigger. Und die Device-Nutzung, haben wir gesehen, hängt sehr stark von den Plattformen ab. In dem Fall war das Beispiel YouTube versus beispielsweise TV Now. Und je jünger die User sind, desto länger nutzen sie Bewegtbild. Gleichzeitig nutzen aber jüngere User weniger TV. Und folglich können wir dann entsprechend TV-Low-Viewer in diesen Angeboten auch online besser adressieren. Genau, und das war es dann erstmal für den Moment von mir. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, dann können Sie gerne nochmal auf mich zukommen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen spannenden Tag heute hier im Kehrwieder-Theater und noch viele unterhaltsame und gute Vorträge. Dankeschön. Dankeschön, Sebastian Schumacher. So, ganz schnell kommen Sie mir nicht von der Bühne. Oder kommst du mir nicht von der Bühne? Wir sind nämlich hier auf einem Community-Driven-Event. Gibt es Fragen? Ja, jetzt habe ich mir doch. Ich bin gerade hoch und jetzt komme ich wieder runter. Nein, 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 nein. Für die Live-Übertragung an die Millionen Zuschauer auf YouTube brauchen wir ein Mikrofon, vor allem für die Schwerhörigen in der letzten Reihe. Schönes Studio, aber wie habt ihr denn in der Studie die ganzen Setup-Boxen berücksichtigt? Also Amazon Fire TV, Google Chromecast Sticks, weil das ist ja schon gerade bei Netflix und Amazon eine deutliche Nutzung. Und zum Teil, wenn ich mir angucke, wie ich nutze das über das Mobile-Phone, aber streame das alles direkt auf dem Fernseher. Ja. Wie taucht das in der Studie auf oder habt ihr das noch gar nicht berücksichtigt? Das taucht tatsächlich nicht auf. Also im Cross-Media-Link aktuell messen wir tatsächlich nur die Desktop-Nutzung at home plus die Mobile-Devices der Panelisten. Und alles, was IPTV ist, das haben wir da leider aktuell noch nicht erfasst. Gilt für das Thema Smart-TV genauso? Das gilt für Smart-TV genauso. Gibt es, kann man Entwicklungen sagen, wie der YouTube-Anteil in den letzten Jahren war beispielsweise? Ist erheblich gestiegen. Ja? Ja, definitiv.
Also YouTube bleibt nach wie vor der Trigger und das absolut Nummer 1 Portal in dem Segment. Und da haben sich die Nutzerzahlen aber auch deutlich verstärkt. Und wir haben ja eben auch gesehen, noch in der Trendgrafik, dass YouTube, obwohl sie jetzt schon so ein hohes Niveau haben in der Nutzung, auch immer noch Reichweitenanteile hinzugewinnen. Und das wird sich auch wahrscheinlich verstärken, wenn jetzt gerade junge Nutzergruppen verstärkt noch in Mobile Devices einfach gehen. Und was wir auch gesehen haben, dass gerade ja die jungen Nutzergruppen so hohe Nutzeranteile haben in dem Bereich. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich einfach noch verstärken. 10 Stunden am Tag. Ich weiß genau, wovon du redest. Noch eine Frage. Dann habe ich noch eine so in eure Technologie reingesprochen. Wie weit könnt ihr heute auseinandernehmen, was die Leute im Bereich Second Screen machen? Also tatsächlich TV läuft und sie haben einen Bildschirm auf dem Schoß. Das können wir auch in unserem Cross-Media-Link erfassen. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, neben der Online-Nutzung jetzt über Desktops, über Mobile-Devices, auch über Boxen in den Haushalten die TV-Nutzung zu erfassen. Und dann können wir natürlich genau diese Überschneidung auch messen. Also jemand, der dann parallel hat sein TV angehabt, hat sein Mobile da zusätzlich angehabt. Wir haben da auch schon Studien mit Kunden gemacht. Das ist natürlich immer eine interessante Frage, auch gerade, was passiert, wenn jetzt ein Werbespot läuft. Also das können wir sozusagen auch auf dieses Niveau irgendwo runterdrillen, dass wir dann sagen, Werbespot läuft in einem Zeitfenster von und dann schauen wir uns genau in diesem Zeitfenster an, haben diese Personen, die Kontakt mit dieser Werbung hatten, auch gleichzeitig ihr Mobile-Device angehabt oder haben sie vielleicht die Toilette besucht oder irgendwas anderes gemacht. Gib uns mal nur ein Gefühl, ich weiß nicht, ob du konkrete Zahlen dazu hast, ist das Thema Second Screen weiterhin spannend, wächst das? Wir haben das vor 3 Jahren, glaube ich, sehr intensiv diskutiert, seitdem ist diese Diskussion ein bisschen abgeflaut, aber wir werden nachher auch über das Thema Cross-Device ein bisschen sprechen. Also definitiv, ist ein ganz großes Thema und ich glaube, für Werbetreibende ist es auch immer, wird es auch immer wichtiger zu sagen, wie kann ich irgendwie diese Kampagne, die ich auf dem TV habe, auch vielleicht aufs Mobile dann transportieren einfach, weil die Leute permanent, wenn sie jetzt abends schauen, abgelenkt sind, vielleicht auch Content, und das ist ja eigentlich der Sinn oder das Ziel, natürlich des werbetreibenden Content zur Sendung vielleicht nochmal additiv dann zu konsumieren, aber natürlich auch gerade in den Werbepausen sehen wir auch, dass viele User da einfach wegschalten und sich dann ihrem Facebook und vielleicht auch ihrem YouTube hingeben und dann möglicherweise nicht das TV mehr beachten. Ja, also bei uns abends auf dem Sofa sind 4 Devices und Fernseher gleichzeitig am Start. Keiner weiß, wo irgendjemand hinguckt. Wir informieren uns dann jeweils gegenseitig, was gerade wo läuft. Vielen Dank, Sebastian Schumacher. Dankeschön.